Wenn wir den Frank schon haben und wenn der Frank schon sagt, er ist der Depperte schlechthin, dann könnte man sagen, alle Fußballfans haben geglaubt, sie sind deppert, als sie das gesehen haben. Schauen wir uns bitte noch einmal diese Szene an oder diese Bilder an. Ja, also da haben wir das. Mittelkreis im Wiener Ernst-Happel-Stadion und plötzlich ein Däne steigt in ein Loch. Das ist also kein Golfplatz, um Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, sondern das ist das Wiener Ernst-Happel-Stadion, eines der wichtigsten Fußballstadien Europas. Ja, allerdings eine Bruchbude der Sonderklasse, darüber werden wir gleich reden. Und das hat plötzlich ein Loch. Man hat wirklich geglaubt, man sieht seinen Augen nicht. Und diese Bilder, die ja wirklich an Skurrilität nicht zu überbieten sind, also sind ganz durch ganz Europa gegangen. Bildzeitung, ganze Seite, das Ösi-Loch. Ja, Frank, wir sind das Gespött Europas mit diesem Platz und mit dieser Stadionbruchbude. Aber stell dir vor, Wolfgang, wir zwei sind ungefähr gleich groß, wir fallen da rein. Da sieht man nur die Haare von uns. Ja. Nein, das. Na, aber stell dir vor, das passiert während des Spiels und der bleibt mit seinem Fuß da drinnen hängen, oder? Das ist das. Ja? Glück in Unglück, was wir haben, dass es nach dem Spiel aufscheint. Weil das, na, was sagst du? Das Stadion war leer. Da musst du sofort aufhören. Oder der Ball ist weg, Frank. Ja, der Ball locht ein, wie beim Golf, und du hast keinen Ball mehr. Und der Schiedsrichter muss den Ball herauswischen. So, aber wir haben die Breaking News gehabt. Die UEFA lässt Gnade vor Richter gehen. Das Frankreich-Spiel darf stattfinden im löchrigen Stadion. Man hat den ganzen Rasen geröntgt. Mit Röntgenanlagen festgestellt, weitere Löcher sind nicht zu befürchten. Lassen wir uns überraschen am Freitag. Frankie, von was lassen wir uns noch überraschen am Freitag? Wolfgang, wir spielen gegen den Weltmeister, gegen Frankreich. Wir haben eine ganz geile Truppe mittlerweile. Wir sind alle in der Euphorie von Ralf Rangnick. Der Harry Potter unter die Tränen, der hat den Zauberstapel. Und auf einmal gewinnen wir in Kroatien. Wir spielen verlieren sehr gut gegen Dänemark. Aber wir spielen sehr gut, ja. Und das ist einmal das erste Wichtige. Und jetzt spielen wir gegen die ganz große Nation Frankreich. Benzema, Mbappé, wenn sie spielen. Und wenn sie nicht im Loch verschwinden. Nein, nicht. Aber das ist geklärt. Die haben einen Marktwert mit 1 Milliarde Euro. So, da kommt schon ein ganz großer Sturm. Eine Milliarde Euro. Und wie viel Marktwert haben wir so in etwa? Was schätzt ich schätze so um die 200 Millionen. Also das Fünffache. Als Fünffache und schön interessant, Alaba hat die Champions League gewonnen und spielt gegen derjenige, der eigentlich dafür gesorgt hat, gegen Benzema. Ja, gegen so seinen eigenen Haberer. Auf dieses Duell freue ich mich ein bisschen. Du, Frankie, ganz kurz dein Tipp, weil morgen reden wir ausführlich über das Spiel. Das wird, wir werden kein Loch in der Abwehr haben, deswegen tippe ich auf ein 1:1. 1:1.